In meinen anderen Videos habe ich euch immer empfohlen, das Handy beim Lernen wegzulegen. Und ich habe auch schon Videos gemacht zum Thema weniger am Handy sein. Also irgendwie habe ich immer so gesagt, so wenig am Handy sein wie möglich. Aber ich weiß, dass es oft ziemlich schwer sein kann. Jedoch gibt es auch Wege, wie du dein Handy sinnvoll und produktiv nutzen kannst. Beispielsweise mit Apps, die dir beim Lernen oder in der Schule helfen. Und diese möchte ich dir heute mal vorstellen. Als allererstes habe ich hier die App Quizlet. Und Quizlet ist ganz einfach eine Vokabellern-App, wo du einfach ganz viele Vokabeln lernen kannst. Du kannst dir dort eigene Vokabelsets erstellen, aber auch Vokabelsets von anderen Leuten nehmen. Und ich persönlich bin manchmal auch sehr faul, was Vokabeln angeht und möchte das nicht selbst erstellen. Obwohl das Selbsterstellen von Vokabeln auch zu diesem Lernprozess beiträgt, aber irgendwie... Nee, und deswegen finde ich es auch sehr cool, dass man Sets von anderen Leuten verwenden kann und damit lernen kann. Es gibt verschiedene spielerische Arten und Weisen, wie man das Ganze lernen kann. Beispielsweise kannst du dich wie in einem Test abfragen lassen, aber auch so Sachen wie Memory oder sowas mit den ganzen Vokabeln spielen. Und ich glaube, es gibt auch diese Funktion, dass du dein Testdatum angeben kannst und dann wird dir von Quizlet so ein Lernplan erstellt mit den verschiedenen Sachen, die du lernen musst. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall funktioniert. Die nächste App heißt Elevate und ich habe diese App noch gar nicht so lange, aber sie gefällt mir schon richtig gut. Ich sitze irgendwie gar nicht in der Mitte. Jetzt bin ich in der Mitte, okay. Bei Elevate kannst du auch auf eine spielerische Art und Weise deine Skills wie jetzt Lesen oder Schreiben oder auch Rechnen verbessern. Und du hast einfach so kleine Spiele, die dein Gehirn herausfordern, aber trotzdem irgendwie auch sehr viel Spaß machen. Also ich finde, dass es eine sehr gute Pause beim Lernen ist zum Beispiel, weil wie ihr wisst, verwende ich die Pomodoro-Technik. Das heißt, ich lerne immer 25 Minuten, mache 5 Minuten Pause und lerne dann wieder 25 Minuten. Und in diesen 5 Minuten Pause möchte ich nicht so aus diesem ganzen Lernen rausgeschmissen werden und möchte mein Gehirn am besten irgendwie ein bisschen weiter benutzen, aber auch nicht was zu anstrengendes machen, weil es natürlich eine Pause sein soll. Und deswegen finde ich so Spiele wie bei Elevate richtig cool, weil ich weiterhin mein Gehirn so ein bisschen anstrenge, aber es trotzdem noch Spaß macht und ja, ich es gerne mache. Übrigens, falls dir das Video hier gefällt und dich auch die Themen so Lernen und Schule und Produktivität und Organisation interessieren, kannst du sehr gerne meinen Kanal abonnieren, denn auf meinem Kanal geht es genau um diese Themen und du findest hier noch ganz viel mehr von diesen Themen. Wow! Also vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke auch zu aktivieren, falls dir das Ganze hier gefällt. So, die dritte App heißt einfach Math, denke ich, oder? Heißt sie so? Ja. Falls du irgendwelche Rechnungen in Mathematik hast, die du nicht ausrechnen kannst und irgendwie nicht weißt, wie das funktioniert, kannst du das dort einscannen und diese App gibt dir dann die Lösung dafür. Aber nicht nur die Lösung, sondern auch den gesamten Rechenweg, was ich halt ziemlich cool finde. Denn ich glaube, die Lösung würde man immer irgendwie rauskriegen. Aber was ich halt cool finde, ist, dass du wirklich so den ganzen Weg hast, wie du da hinkommst. Ich persönlich benutze diese App nicht so sehr, da ich gemerkt habe, dass sie bei komplexeren Aufgaben nicht ganz ihren Job erfüllt. Was aber auch irgendwie klar ist. Also ich meine, es wäre super krass, wenn diese App das irgendwie... könnte bei irgendwie richtig krassen Funktionen oder so, weil da geht natürlich nicht. Aber bei so normalen, etwas einfachen Aufgaben funktioniert das richtig super und ja, ist eine gute App. Ach ja, und by the way, ich bin nicht gesponsert von irgendeiner App. Also das sind einfach wirklich Empfehlungen von mir persönlich und ich werde dafür nicht bezahlt oder irgendwas anderes. Also nur meine persönliche, ehrliche Meinung. Falls du mich und meinen Kanal schon ein bisschen länger kennst oder schon ein paar Videos von mir kennst, dann weißt du auch, dass ich momentan Koreanisch lerne, da ich selbst Halbkoreanerin bin und diese Sprache sehr gerne lernen würde. Und vielleicht kennst du auch schon die App HelloTalk. Den HelloTalk habe ich schon ein paar Mal auf meinem Kanal hier erwähnt. Das ist nämlich eine App, auf der du mit anderen Leuten reden, sprechen und schreiben kannst. Also am Anfang gibst du die Sprache ein, die du muttersprachlich sprichst und deine Sprache, die du momentan lernst. Und dann wirst du mit Leuten zusammengemixt, die es genau andersrum haben und deine Muttersprache lernen und die Sprache, die du lernst, fließen können. Wenn es verständlich war. Und dann kannst du mit diesen Leuten schreiben und dich irgendwie austauschen und ihr könnt eure Sätze gegenseitig korrigieren. Und es macht irgendwie so viel Spaß und ich habe da schon echt coole Leute kennengelernt. Außerdem gibt es dort auch so einen kleinen Feed, der nämlich so ein bisschen an Twitter, finde ich. Und da kannst du einfach so kleine Sachen posten, so kleine Momente posten. Und dann können die Leute darauf antworten. Du kannst aber auch Fragen posten, wenn du zum Beispiel jetzt auch Koreanisch lernst und irgendwelche Fragen hast zu der koreanischen Grammatik. Dann kannst du das posten und dann sehen das irgendwelche Koreaner oder Leute, die Koreanisch können und können dir dann darauf antworten. Und ich finde diese App sehr, sehr gut, da irgendwie beide Parteien davon profitieren und du mit einer Person schreibst und ihr beide davon was habt und auch irgendwie so einen sozialen Aspekt noch habt und das irgendwie sehr natürlich und authentisch ist. Also ja, ich finde diese App sehr cool. Die nächste App habe ich auch schon ein paar Mal benutzt und zwar heißt sie Cam Scanner. Und wie man dem Namen schon ein bisschen entnehmen kann, geht es darum, Sachen zu scannen. Und das ist auch ziemlich einfach. Du musst einfach nur ein Bild machen von irgendeinem Dokument. Ich habe jetzt mal hier, wie du gerade sehen kannst, eine Postkarte genommen. Und das Ganze wird dann so eingescannt und du kannst auch noch Filter rüberlegen und so weiter. Und am Ende hast du dann so ein fertiges Dokument. Also eigentlich macht diese App nicht mal unbedingt viel, aber ich finde, es sieht irgendwie viel professioneller aus, nachdem du das Ganze gescannt hast. Und ich habe da auch schon einige Zertifikate und Verträge von mir eingescannt.
Und muss sagen, dass es sehr cool ist. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ein Wasserzeichen drauf ist, was halt ein bisschen blöd ist. Aber das Ganze könnte man sich, glaube ich, auch wegkaufen, wenn du irgendeine Pro-Version davon kaufst. Habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen habe ich immer so ein Wasserzeichen unten drauf. Aber das stört mich jetzt nicht total. Musst du auch wissen, ob es sich für dich lohnt, wenn du einfach noch was dafür bezahlst, dass das Wasserzeichen dann weg ist. Oder? Kann man das überhaupt kaufen? Ich gucke erstmal ganz kurz. Ach doch, ja, man kann sich einen Premium-Account kaufen. Ach so, okay, hier steht, wenn du etwas für ein Jahr kaufst, dann zahlst du 3 Euro im Monat. Wenn du es nur einmal im Monat kaufst, also jeden Monat neu oder so, oder für einen Monat kaufst, dann kostet das 5 Euro. Aber wenn du das lebenslänglich kaufst, dann kostet es 329 Euro. Alles klar. Okay, die nächste App heißt Tiny Cards, also irgendwie ziemlich süßer Name. Und diese App ist auch für Vokabeln, also so ähnlich wie Quizlet. Aber es hat die Funktion, dass du dich mit anderen Apps und Websites, glaube ich, auch verbinden kannst. Zum Beispiel folge ich auf diese App Duolingo und kann dann so diese Sets, also die Vokabeln, die in den Lessons... Was heißt es auf Deutsch? Also einfach die Vokabeln, die in Duolingo benutzt werden bei den verschiedenen Sachen, die sind dann auch automatisch bei mir in Tiny Cards drin. Versteht ihr? Es ist echt kompliziert erklärt. Außerdem kann man sich dort auch testen lassen und ein Quiz machen und so weiter. Also eigentlich sind diese Vokabel-Apps alle ziemlich ähnlich. Aber ich benutze Quizlet und Tiny Cards wirklich beide sehr gerne. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du schon eine von diesen Apps kanntest oder ob du noch andere coole Apps hast zum Lernen und für die Schule und um dein Gehirn zu trainieren. Und ich verlinke dir jetzt noch ein Video mit Apps für Produktivität und hier noch ein Video mit Lerntipps oder Tipps für dein perfektes Schuljahr. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich sehr, falls wir uns bald mal wiedersehen. Hab noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis sehr bald mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.